der letzten Episode. Ach, das ist diese, das ist so eine Easter Egg Brille Sekunde. Ich komme immer wieder vor Leute ins Forum rein, weil die diese Brille finden, setzen die dann auf, Herzbrille, so. Und dann die ganze Zeit, oh, ich habe so einen furchtbaren Filter drauf und das ist irgendwie seit dem letzten Update ist das so schlimm. Aber die Drawing Distance von den Dingern ist ja der Hammer, oder? Ein Traum. Der ganze Ort riecht so dermaßen nach Explosion. Das ist echt schlimm. So, noch ein Panzerwehrensgewehr. Okay, anscheinend war er doch irgendwo. Tja, du hast nicht einmal getroffen. Das wird dir jetzt auch nicht wieder gelingen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero 3 in der Folge Nummer 9. Wir sind in Nydala und es ist kein Update da. Ja. Das Update verschiebt sich um exakt eine Woche für PC und PlayStation. Xbox haben sie gesagt, noch mehr. Naja, man soll auch die richtigen Tasten erwischen. Weil da wohl angeblich, und das halte ich persönlich für ein relativ tschüss Sonder. Schwammige, fadenscheinige, wie auch immer, Aussage, dass der Zertifizierungsprozess sein soll. Ich weiß nicht, ich persönlich sehe das nicht so, weil andere Spiele können auch viel schneller Updates ausrollen. Komischerweise dauert das bei Generation Zero, soll immer der Zertifizierungsprozess so lange dauern. Hm. Fragt man sich dann schon, ob das real ist oder ob sie da einen veräppeln wollen. Gut, heißt, es geht erstmal ganz normal weiter. Ohne Update, ohne Bugfix, ohne Schieß mich tot. Schieß mich tot vielleicht schon. Läuft da vorne zum Beispiel rum. Sie haben aber schon angekündigt, dass es bei dem... Ja, danke. Das ist bei dem Update wahrscheinlich auch ein DLC wieder gibt, ja. Waffen-DLC der nächste, die russischen Waffen kommen. Es ist dabei aber die Frage, wie Giftheinze. Voilà. Warum auch nicht? Gut, dann sollten wir vielleicht schnell hinein. Das ist bei Gift natürlich nicht wirklich eine, naja, immer so sinnvolle Taktik ist, aber hey. Naja. So, Radio. Und eine Munitionskiste, sehr schön. Tja, Jungs. Okay, muss ich ein neues Ticket machen. Gut. Gehen wir mal aus dem Gift heraus. Hi. Ja, Gott sei Dank. Tja, aber das wird nun nichts mehr. Ja, oh, kein Gift mehr. Oh. Reicht. Ich kann hier überall die Türen aufmachen, ist kein Problem. Uch. Panzerwehrensgewehrmunition kriegen wir hier schon ernsthaft. Das ist ja nicht schlecht.
Da war noch welch, echt. Ja, bin ich mal gespannt. Ich wollte das jetzt eigentlich in dieser Woche dann so machen, dass ich halt nicht am Wochenende aufnehme, sondern halt unter der Woche dann direkt davor. Zeitlich etwas knapper. Aber so wird das dann eher nichts. Was? Zwei? Die kämpfen gerade miteinander. Yes. Wieso kämpfende Käfer? Lustig. Schon irgendwie. Ja, irgendwo ist wieder eine Relais-Antenne, aber ich weiß nicht wo. Oh ja. Ach, da drüben. Das sind Büsche. Ich höre hinter mir irgendwelche Hunter. Im Wald, okay. Es ist doch was da, okay. Die ist halt direkt daneben. Ach, es ist ein Prototyp. Ah ja, da drüben irgendwo. Hä? Sie sind geflohen. Ah, da oben steht noch einer. Der sieht uns natürlich durch den Baum, das ist klar. Okay. Gut. So. Haben wir jetzt freie Bahn. Das kranke Buhl. Was? Sammelgegenstand, Relaisantenne, Mission. Aber die Relaisantenne kann man ja von mir aus lassen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Der Sammelgegenstand liegt, glaube ich, gerade hier in der Ecke irgendwo hier. Ich warte. Ja, dann warte mal. Gasmaske grün, die wir nicht verwenden werden. Lock. Sammelgegenstände. Ja, machen wir das halt hier. Kannst du da draußen rumknickeln, wie du willst. Ist das dann der? Ich habe dir gesagt, dass der Postbote es irgendwann rauskriegt, Bu. Hoffentlich bekommst du auch die anderen Briefe. Aber vielleicht macht es auch nichts, wenn nicht. Was? Vielleicht macht es auch nichts, wenn nicht. Wenn kommst du mal wieder auf Besuch. Die Zugfahrkarten werden immer teurer, aber du fehlst mir. Ich warte auf deine Antwort wie immer, Lovisa. Okay. Das sind auch Prototypen, richtig? Ja. Ein
Ja, genau. Hi. Ah, da ist der Sucher, okay. Ja, wunderschön. Wart mal nach. Bitte auf die 4. Und schnell auf die 2. Ah, da kommt einer. So, was haben wir denn Schönes zu werfen? Haben wir die Autobatterie ausgerüstet? Wahrscheinlich doch, wir haben sie auf der 7, okay. Na komm, nimm sie doch ab. Toll. Das ist lustig, bleibt immer ein Hunter zurück sozusagen. Ich hab noch eine, gell? Tja, jetzt leuchtest du. Gut. 480 Pünktchen. Das kranke Buhl. Nochmal 100 Pünktchen. Gut. Medikits drin. Ich war ganz froh, dass wir da die auch mal anwenden. Ja, es wird so langsam dunkel. Einiges an Altmetall hier. Ein unsichtbares Feuerchen. Ja, die Mission, die nehmen wir gleich. Die Relais-Antenne lassen wir einfach intakt. Das passt dann schon. Ja, nee, danke. So. Ah, da kommt wieder was zusammen für die Mäuse. Wie sieht's denn da eigentlich aus, munitionstechnisch? Plus, minus, identisch. 97 und 92. Gut. Medikits. Pist, beziehungsweise HP5, da könnte man sich mal überlegen, ob man die mal mitnimmt. Aber momentan ist es munitionstechnisch nicht so schlimm. Ich gucke gleich mal, wie es bei dem I76 aussieht. Ach du schon, 1400. Da muss man nichts mitnehmen hier. Ein Sanitäterpaket, das ist ja nicht schlecht. Ja, ich wurde ja gefragt, was eigentlich der Vorteil von den Semlas ist. Ob das jetzt nur so Community-Hype ist. Das ist natürlich schon Community-Hype, natürlich, klar. Der Effekt ist relativ gering, den man davon hat. Also der Heileffekt, aber der ist halt fast instant. Das ist halt der einzige Unterschied. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwo mal eine haben. Dann kann ich das mal zeigen. Da muss ich mal eine Plündra ran. Und ob wir nachher im Haus eine finden. Man verwendet die aber sowieso nicht. Also ich wüsste jetzt keinen, der die verwendet. Also wenn, dann verwendet man eher ganz normale Medikits und das ist es dann auch schon.
So, die Garage. Ja, genau, die Garage. Da gibt es eine Waffe. Egal, nehmen Sie mal mit. Ich kenne gerade nicht den aktuellen Stand. Ah, da drüben gibt es wieder ein Funkgerät, genau. Dich abholen. Da war es gerade, ja? Von hier dann. Okay. So, guck mal, ein beleuchtetes Zelt. Grell beleuchtetes Zelt vor allem. So. Ja, bei den russischen Waffen-DLC, da haben gleich einige spekuliert, weil die Waffen, die sie bringen, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, muss ich leider sagen. Ist aber nicht so schlimm, weil aus eurer Sicht ist das sowieso ein paar Tagen da. Da, die haben wohl nicht wirklich, wie man das mal das sagen, Munition, die im Spiel schon vorhanden ist. Also wenn, dann müsste eigentlich komplett eigene Munition bringen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht tun werden. Für eine einzige Waffe einen Munitionstyp einzuführen. Das ist dann halt so wie mit dem AI-76 und dem AG-4 / KVM-59. Das die Sekunde, das machen wir gleich. Also die Kalaschnikow, die hat gewöhnlich eigentlich kürzere Munition. Die hat zwar selben Durchmesser, aber die ist kürzer. Karte und Niederschrift eines Telegramms, Gesamtverteidigung. Auf dieser Karte der Region Överbysletten ist der Bereich des Ostufers vom Fluss Överbjörn eingekreist und die Worte altes Bereitschaftslager für Gesamtverteidigung stehen daneben. Daneben befindet sich ein Nachricht, die eine Niederschrift eines Telegramms im Morsecode zu sein scheint. Sorgenkommandobunker, Klasse SVH dringend. Bauernhof Östramark aufgezeichnet als altes militärisches Bereitschaftslager, Teil des nationalen Gesamtverteidigungsprogramms östlich von Überbjörn. Besitzer Magnus Ortmann mit 4 Ns. Hast du das jetzt gleich wieder verfolgt? Nee. So. Machen wir das dann gleich selber. Dass nicht das Spiel auf die Idee kommt. Ja, jetzt ist es raus, jetzt kann ich es dann endlich verfolgen. Ah ja, natürlich. Gut. Dann machen wir nochmal den Sprung zurück. So. Also. Und zwar. Da. Nimm mal eine. So. Wir haben ja 69 erst. Das heißt, wir haben ja einiges noch an freier Luft. 31, um genau zu sein. Und ich glaube, es ist sogar weniger, was sie da bietet. Ja, guck dir das mal an. Du bist fast sofort da, aber du hast fast nichts. Es waren 8 Punkte. Also es ist eigentlich, ja, du brauchst eigentlich tonnenweise, um das halt einzusetzen. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Na gut, ist nicht so schlimm. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass dieses AG-4 wie sich wieder die Munition krabbelt. So, dann kommt, die kann schon mal mit rüber, die Munition. Das ist, passt ja dann. Ah ja, jetzt haben wir schon über 100 von jeder Sorte für das Mäuser. Sanitäterpakete fliegen auch erstmal rein. Radios lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Vom Gewicht ist ein bisschen grenzwertig, tatsächlich. Reduzieren die mal. Die kleinen Medikits nehme ich mal mit, so wie sie sind. Und hier haben wir alles ausgestattet. Alles klar. Dann gehen wir jetzt als nächstes. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Keine Ahnung. Aber wir gehen mal Re-Renter. Jetzt, wo es ja finster ist, muss man sowieso wieder ein bisschen kraucheln. Zusätzlich der Nebel noch dazu. Achso, dann. Ich gebe uns nochmal ein Medikit. So. Besser. Ach, ich weiß, was das ist. Das gehört, glaube ich, zu einer Mission. Oder? Oder nicht? Ist das nicht hier Mission Schneepflug holen? Ja, was ich halt ein bisschen schräg an der Geschichte finde, ist einfach,
Du hast den Rucksack mit deinem begrenzten Gewicht, wo penibel drauf geachtet wird, aufs Gramm genau, ob du da noch gehen kannst oder nicht mehr. Genau, ist der Schrottplatz. Aber du kannst dir dann so einen Schneepflug mitnehmen. Das ist einfach so das, wo ich halt nicht ganz klarkomme mit dieser Logik. Na gut. Ist ja egal. Wir kommen hier nur zum Bunkern. Das nächste wäre dann irgendwo dahinter. Schrottplatz Forsterburg. Ah, da kommt man nicht rein, okay. Ja, ich habe nochmal zwei Bug-Tickets gemacht, auf die wurde aber gar nicht eingegangen. Was nicht so schlimm ist, weil das heißt ja nichts. Das heißt ja nur, dass von den Forenmitgliedern niemand drauf eingegangen ist. Für mich ist eigentlich wichtiger, dass es die Entwickler sehen und so vielleicht zur Kenntnis nehmen. Das war dieses Geblitze, was wir hatten, wo da so Blitze im Wasser aufgetaucht sind. Was für mich ein bisschen merkwürdig war. Ich habe halt so, das Problem ist ja so, wenn du ein normaler Mensch bist. Mit normal meine ich jetzt nicht, dass die anderen abnormal sind, sondern dass sie das halt eher eine Einschränkung haben. Dann ist das für dich kein Problem. Aber ich hatte während meiner Studienzeit selber einen Studienkollegen, der hatte, der war halt Epileptiker. Er wusste das lustigerweise gar nicht selber, dass er das war. Ja, nimm's halt mal mit. Es kam nur mal raus während... Achso, hier ist noch was. Wir haben halt immer so der Geologie. Also, wie soll man so sagen? Es gibt die Heilige Barbara, das ist ja die Schutzpatronin der Feuerwehrleute, die Berg, der Feuerwehrleute, der Bergleute oder irgendwie sowas. Weil das die Bergleute ist, nehmen das halt die Geologen auch als ihre Schutzpatronen. Haben wir halt das Barbara-Fest gehabt und in der Fachschaft haben wir das halt immer fest ausgerichtet. Ja, hier ist der Schneepflug, den wir später noch brauchen. Lustig, dass er da schon da ist. Da vorne ist auch ein Unterschlupf, okay. Wir haben die halt immer ausgerechnet, halt mit Licht und was weiß ich, dann irgendwelche Spiele und so weiter. Und er hatte dann durch irgendeine Lichtshow hatte er dann auf einmal einen epileptischen Anfall bekommen. Das war gar nicht so intensiv, das ist jetzt nicht so, dass wir hier Disco oder so aufgefahren haben. Das waren einfach nur unterschiedliche Beleuchtungen halt, die mal ein- und ausgeschaltet wurden. Auch jetzt nicht so flackermäßig, sondern halt immer mal hier ein, dann andere ein und so weiter. Naja. Und deswegen denke ich halt, das ist halt vielleicht für Leute, die halt einen epileptischen Anfall erleiden können, halt vielleicht nicht so geil, wenn es auf einmal irgendwo blitzt. Weil die werden ja nicht mal durch was ganz Gezieltes getriggert. Naja. Und dann hatte ich halt noch den Bug, das fand ich eigentlich viel wichtiger, dass halt im Inventar nicht immer jeder Klick gezählt wird. Kann das irgendwie auch überhaupt nicht selber reproduzieren. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt, dass das manchmal nicht getriggert wird. Weil das Lustige ist, man sah das ja. Man sah, ist immer dieses Aufblitzen. Das geklickt wurde. Das kommt ja nicht einfach so. Naja. Wie schon gesagt, ich bin vor allem auf die Bugfix-Liste gespannt und ja, die Sortierung von der Plyndra, das kommt irgendwann. Forsterburg. Wäre jetzt zu hoch oder was für die Forsterburg? Ne, ich glaube, das ist hier unten. Ja, da haben wir es. Die 100 EP. Noch haben wir die Töne. Die Bike Station hier ist natürlich total sinnvoll. Auf jeden Fall. Wir können ja mal schon mal das Ende des Weges anvisieren. Aber ich glaube, da kommt erstmal dann auch nichts weiter Unterschlupfiges in der Richtung. Gott. Hätte man den Unterschlupf. Aber sonst ist hier gar nichts, okay?
Ah, interessant. Dann gehen wir noch dahinter und ansonsten heißt es wahrscheinlich, wir könnten uns dieses Örtchen mal angucken. Ich glaube, hier irgendwo ist auch ein Unterschlupf. Ja, für all diejenigen, die den Klabautermann kennen, ist ja auch einer, der Survival-Spiele gerne spielt. Kenne ich eigentlich halt vorrangig von The Long Dark. Der spielt das jetzt mit seinem Kumpel auch. Das kommt lustigerweise auch just immer am Dienstag und am Freitag raus. Wir haben uns aber nicht abgesprochen oder so. Also ich habe da keine Anfrage bekommen. Ich habe auch nicht gesagt, ihr hört zu. Ich war das auch sehr erstaunt, dass sie erstmal Generation Zero spielen, weil das ja wirklich nicht ein Survival-Spiel ist. Und dass es dann am Freitag und am Dienstag und Freitag ist, wie bei mir, das ist natürlich praktisch für euch. Dann habt ihr an einem Tag halt. Also wenn ihr das gucken wollt, sucht man nach Klabautermann oder einfach Tommy. Das sind die beiden Jungs, die das halt zusammen spielen. Machen wir den Wegpunkt irgendwo hier rüber. Was ist das eigentlich? Ja, wir gehen mal da rein. Genau. So. Reiß mal dahin. Huch, da ändert sich der Dreck an der Betonmauer. Ach, hier ist noch Cycling Station. Das ist natürlich praktisch. Dann sortieren wir nochmal aus. Wir haben zwei AG4 grün. Die HP5 kann auch weg, okay. Die Mäuse kann auch weg. AG5, AG4, okay. Ja, der Rest ist einzeln und hier Brennboltschläger und das ist es dann schon. Okay, Munition und so weiter, das können wir irgendwann mal zerlegen. Das machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nur die Waffen loswerden. Ja, ich bin bei den Waffen jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger. Wenn ich da halt was zerlege, dann mache ich da ein bisschen langsamer. Wir sind echt zu schwer. Also nicht zu schwer, aber hart am Limit. Das kann eigentlich nur der Munition liegen, meine ich. Ja, natürlich. Hat es halt mitgenommen. Nee, das Vollmantel behalten wir. Ja, das ist schon viel besser. Munition wiegt halt. Ja, die vierte Waffe immer noch nicht gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wo die ist. Ich habe jetzt auch nicht nachgesucht. Achso, wir können mal spaßeshalber mal die FM-Tel-Station gucken. Wo ist denn die hier? Ach, hier drüben. Was denn so ansteht diesmal? 10 Maschinen der Prototypenklasse. Das können wir ja mal aktivieren. Zerstöre 10 Maschinen der Fnix-Klasse. Das wird nicht passieren. Zerstöre 20 Fernseher. Naja. Kein Interesse. Könnt ihr mal gucken. Das müsste man hinbekommen mit den Prototypenmaschinen. Fnix, da haben wir ja fast gar nichts in der Richtung hier. Ja, der Tank ist wieder da. Denn? Das ist tatsächlich ein Fnixer. Standen relativ günstig hier. Oh ja. Ah, da hinten steht er. Wechsel mal auf die anderen Munitionstyp, auf die Vollmantel. Also da kommst du da nicht hoch. Halt, falsch, Y.
Tanzt du wieder nur rum oder was? Anscheinend. Natürlich praktisch für uns. Hält aber gut was aus. Alles gefixt, gar kein Problem. Da bin ich mal gespannt auf die Bugfix-Liste. Das mit den Tanks wurde ja auch schon länger berichtet. Boah, hält was aus. Für den Tanz hat man natürlich genügend Gelegenheit, sich da mal die Spezies... Achso, wir haben das noch gar nicht. Wir dann noch nicht. Junge, bleib doch einfach am Pfosten hängen, der Penner. Nicht in die Luft geflogen. Okay, dann sollten wir vielleicht nicht hier so nahe stehen. Nicht hier hin, nicht hier hin, nicht hier hin. Ja. Achso. Sag es doch. Gott. So, gehen wir wieder auf die Teilmantel. Also langsam kommen wir mal runter. Tschüss. Also. Thank you.
mal, ich kann das mal sogar von hier. Nummer 1. Uff. 512. Ein Ochse wurde Beherrscher der Felder. Das nehmen wir mal. Munition ist natürlich gern gesehen. Das Rauchgeschoss kannst du behalten. So, tschüss. Ist natürlich sehr weit weg. Geh doch erstmal in den Wald. Traum. Ein Traum. Ja. Ah, da drüben ist er. Ja. Die Kampf geflohen, nicht? Ich glaube nicht. Ja. Das nehmen wir aber gern. Gut, sehr schön. Das war Nummer 2. Wie viel brauchen wir? 10 oder was? Ja. Gut, das ist die Folge und die nächste Folge. Die dann am 4. Mai rauskommt, wo auch das Update rauskommt. Ja, also ich werde das nicht schaffen, an diesem Tag aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, weil ich muss arbeiten. Dies funktioniert so nicht. Und so spontan kriege ich leider nicht frei. So, ich will gerade mal auf die Karte schauen. Okay, kommen zwei Straßen runter. Die führen dann in den Ort. Ja, wir schleichen noch relativ langsam. Es ist echt erstaunlich, wie man sich daran gewöhnt hat, an dieses schnelle Schleichen aus dem vorherigen noch. So. Naja, die Streamerei von Pontus ist immer, manchmal gibt es recht unterhaltsame Folgen. Die letzte war ganz unterhaltsam tatsächlich. War jetzt nichts Überragendes oder so, aber es war jetzt auch nicht irgendwie super langweilig. Er hat das auch relativ früh dann schon gesagt, dass er keine so guten News hat bezüglich des Updates. Weil, ja, es dauert halt. Die Sache ist halt die. Die müssen dann im Prinzip, sie gehen dann im Prinzip den ähnlichen Weg wie bei Cyberpunk.
2077, weil die haben es ja auch 12.000 Mal das Spiel verschoben. Und am Ende war es immer noch extrem verbuggt. Also du musst dann halt liefern. Das ist halt dann die Sache. Wenn du halt verschiebst, das verstehen die meisten eigentlich dann schon und sagen dann schon, okay, ja gut, besser so als halt buggy. Nur wenn es dann halt immer noch buggy ist, dann ja, ist es vielleicht nicht so geil. Okay, das ist das, ja. Hallo? Ja, es ist einfach nur ein Einschnitt, okay. Da ist aber sonst nichts. Sieht lustigerweise anders aus auf der Karte als in real. Oder ist das noch gar nicht der Einschnitt? Ich denke, dass das ist. Ja, genau so läuft man. Ich sehe schon. Du kriegst das echt gut hin. Ja, also das ist ja voll total schräg. Hier sieht es doch so aus, als wäre hier so eine krasse Kante und hier so ein Einschnitt. Aber wir sind auf dem Berg hier. Naja. Ist ja egal. Er hat dann noch ein paar Leute eingeladen aus der Community, mit ihm halt ein paar Reaper zu zerstören. Aber das ist halt, weißt du, da halt, die haben alle dasselbe. Die rennen alle mit denselben Waffen rum. Alle haben das experimentierte KVM 59, die PVG und vielleicht noch ein Granatgewehr. Aber das ist es dann auch schon. Und dann finde ich persönlich, ist das eigentlich nur noch so ein, ja, so ein Abarbeiten. Es hat halt nichts Spannendes mehr. Es gab auch einen sehr interessanten Beitrag von der einen Moderatorin bezüglich des Spawn-Verhaltens vom Reaper, weil das ja nicht wirklich gut gelöst ist momentan. Momentan ist es ja so, dass wenn du Rivalen zerstörst, der den Reaper verhinderst, und der Reaper soll ja eigentlich, ich sag mal so, die Kavallerie eigentlich sein. Also nach dem Motto, jetzt reicht's, jetzt ist er aber genug Maschinen zerstört, jetzt muss er ja mit mir mal ran. Und das ist es aber nicht. Wenn du da permanent die Rivalen plättest, dann ist es eigentlich die ganze Zeit so, oh Gott sei Dank kommt der Reaper nicht. Und das würde ja in echt ja auch nicht so funktionieren, wenn du jetzt sagst, ja, wir schicken halt ständig Maschinen hin, und die werden halt ständig zerstört, also immer klein gehalten, da passiert halt nicht viel. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass da mal eine Weile lang Maschinen halt den Platz im Zaum halten. Dann, nö, da machen wir nichts. Wir schicken einfach immer weiter Maschinen hin. Kein Problem, easy. Und sie hat halt vorgeschlagen, dass natürlich das Zerstören von Rivalen halt den triggert. Und zwar, dass du halt so und so viel Rivalen-Level halt haben musst. Ja, das ist einfach mal so eine Zahl genannt, 40. Dass du dann zum Beispiel 10 Level 4 Rivalen oder 40 Level 1 Rivalen zusammen in Summe und dann pro Region natürlich, Unterschlupf freigeschaltet, sehr schön. Und das triggert den dann. Ja, müssen wir wieder erstmal auslegen hier. Ja, da gab es natürlich auch wieder entsprechend gemischtes Echo, wie das halt klassischerweise immer der Fall ist. Den einen läuft das dann halt gar nicht rein, wie sie halt spielen. Die anderen hätten es halt gerne, weil es in ihrem Spielprinzip halt nicht funktioniert. Dann gibt es halt ja, dann geh halt erstmal nach Arneröd. Waffensammelgegenstand. Dann gibt es halt Leute, die damit argumentieren, nur weil ein paar Leute das im Forum vorschlagen und die Majorität dazu gar nichts sagt, dass das ja der falsche Ansatz wäre, irgendwas zu ändern. Das sehe ich persönlich eigentlich als falschen Ansatz, so zu denken. Er hat von Hunderttausenden von Spielern geredet. Da musste ich ihm erstmal klar machen, dass Generation Zero nicht so ein Riesentitel ist.
wenn du da im oberen fünfstelligen Bereich bist, dann bist du da schon gut dabei. Den Sammelgegenstand, den haben wir auch schon mal gesucht hier. Ich weiß aber nicht, ob wir ihn gefunden haben. Ich glaube, der war gar nicht hier oder was? Ja, also das, die auf Steam gibt ja dieses verschiedene Steam Statistik, Auslesedienste, Steam Charts. Nehme ich immer. Und da war es halt so, dass halt das Maximum an Spielern, die wohl das mal gespielt haben, waren 11.000. Und aktuell ist es eigentlich immer so im dreistelligen Bereich. Pro Tag. Also das heißt, im Durchschnitt pro Tag spielen 300, 400, 500, 800 Leute das Spiel. Das sind nicht immer dieselben jeden Tag. Ja, Fernseher zerstören habe ich jetzt aber nicht so das Interesse. Ach, das ist dieser Liebesbrief. Okay. Keine Spielchen, heißt dieser. Hm. Hallo Ivi. So, es ist jetzt 3:30 Uhr morgens und ich kann immer noch nicht schlafen. Eigentlich will ich auch nicht, aber morgen wird ein hektischer, anstrengender Tag. Ich wollte dir nur kurz schreiben, bevor ich ins Bett gehe. Wir werden unser drittes Date hoffentlich haben, bevor du das hier liest, aber ich dachte, es freut dich vielleicht trotzdem. Ich hatte heute einen richtig tollen Abend mit dir. Es war so schön, sich wieder mal wiederzusehen. Tut mir echt leid, dass unser erster Kuss auf einem romantischen Pier vom Strandwägen stattfinden musste, in einer nebligen Nacht mit lauter Weihnachtsdeko im Hintergrund. Nächstes Mal werde ich darauf achten, dass wir uns am Scherengartenkiosk küssen, zwischen lauter genervten Bürohengst und zwielichtigen Säufern. Danke für deine netten Worte heute Abend. Mit dir kann man einfach über alles reden. Es fühlt sich echt unkompliziert an. Keine Spielchen, kein Posieren. Wie sonst manchmal auf Dates. Aber ich war mir immer noch nicht sicher, ob es dir genauso geht. Jetzt kann ich dir ja erzählen, dass mein Herz vorhin am Pier geklopft hat wie wild. Ja, mein Asthma. Du bist einfach total in Ordnung. Ich liebe die Art, wie du denkst und redest. Ich finde das alles wichtig. Ja, wirklich vielversprechend und bin schon gespannt, wie es mit uns weitergeht. Thank you. Hab einen wunderbaren Tag und fall mir bei eurer Weihnachtsfeier nicht vor Langeweile in den hinteren Heringstopf. Je t'embrasse ton petit zombie. Übrigens, hättest du eigentlich mal Lust auf Karaoke? Ich wollte Ende des Jahres mit einem Freund eine Karaoke-Party veranstalten. Du sagst, du singst gern, ich garantiere, das wird ein Megaspaß. Naja. Bin ich jetzt nicht so sicher. Ich amüsiere mich einfach zu gern über diese Topfpflanze. So, was war hier noch? Eine Waffe, okay. Das war wahrscheinlich Ivys Waffe. Oder Ivy, oder wie immer sie auch heißt. Oder eher, weiß man ja nicht. Okay. Aber hier eine Kiste, okay. Mit einem Sanitäterpaket, okay, gut vorbereitet. Weil diesmal muss man da schon relativ genau hinschauen, wo was ist. Okay, ich habe jetzt aber hier keine Waffe gefunden. In dem Schuppen waren wir schon. Heute irgendwie den Tick, immer zu weit rechts auf der Tastatur zu sein. Wir waren noch nicht in der Garage. Okay. Ja, nee. Davon mache ich auch zu viele, um ehrlich zu sein. Nee, das sieht auch nicht nach Waffe aus. Liegt die vielleicht auch beim Liebesbrief? Ja, natürlich der Witz. Ah, na gut, weil sonst, das ist ja nur dieses eine Haus, wenn ich das richtig sehe. Nö. Haben sie ja vorne versteckt irgendwo. Huch, die Lampe steht ja gut. Ja, gut, keine Ahnung, vielleicht stolpert man über die noch. Aber in der Küche. Aber hier sehe ich auch keine Waffe, okay.
Ja, warte mal, der Tick gespawnt. Okay. Huch. Da war wieder das Blitzen da. Also irgendwie ist das total schräg. Ich habe das Gefühl, das hat mit diesen Fnix-Geschichten zu tun. Huch. Geht's aber tief. EMP-Zelle. Noch eine EMP-Zelle. Ja, es gehört noch, auch noch zu einer Röte. Okay, dann ist das nicht alles dem ein Haus da oben. Vielleicht liegt die Waffe ja ganz heiß hier in der Ecke. Das schöne Ahneröd. Das ist schon Orso, echt. Okay. Ich habe übrigens immer noch die 1 da oben. Nimm mal den Weg. Punkte weg. Und das ist wieder Ahneröd, okay. Dann wird es von dieser Straße getrennt. Er hat keine Waffe. Ja, bei Finsternis ist es natürlich noch schwieriger zu finden als bei Tag schon eh. Aber so ist es halt. Funkgerät, Junge. So, wie ist das hier drin? Nö, nichts zu sehen. Einfach nichts zu sehen. Das sind ja schon ein paar Sandsäcke, alter Schwede. Diese Hecke ist es. Huch. Es nebelt hier. Tja. Noch mehr Zwirn. Auch schön ruhig hier, man kann ja einfach durchlaufen. Hohlspitz, ach, das ist die Waffe dann. Tatsächlich. Achso, hier geht es gar nicht weiter. Noch ein Mäuser. Mit einem Metallmantel-Munition, okay. Noch eine grüne, okay. Das ist dann sozusagen die dritte. Naja. Naja. Eine hatte ich ja leider verschrottet. So, also, wie sieht das aus? Eine Waffe, zwei Sammelgegenstände und eine Mission. Oje, oje. Na toll. So, tauschen wir das einfach. Ich weiß nicht, wieso es hier so ruhig ist, warum hier nichts ist. Gut, es ist alles zerstört, aber manchmal, also gerade im Ackerland, das ist ja so berühmt, berüchtigt fast dafür, dass manchmal einfach irgendwelche kaputten Gebäude von den größten Maschinen bewacht werden. Und hier dann nichts. Dafür einfach mal alles zerstört. Achso, da kommt man nicht rauf. Herein. Vor allem. Rein ist ja interessanter als rauf. In dem Falle. Hip-Hop-Jacke. Die haben wir schon ausgezogen. Wir haben jetzt eine Windjacke an. Jeanshose hellblau. Ich kann mal ins Profil gehen. Was haben wir für eine Hose an?
Jeanshose, dunkelblau. Hellblau. Warum eigentlich nicht? So. Munition. Und Stoff. Ja, bis die Maschinen kommen, da stricke ich mir noch einen Schal. Die Post hat ja auch gleich ihre Zustellung gelassen. Voller Reifen. Gibt es ja in Schweden irgend so ein Wortspiel mit Post und Reifen? Ich weiß es nicht. Waffe ist aber eigentlich schon Mission, ja. Mission wird schon angezeigt. Aber du kannst nicht durch den Busch einfach so durchlaufen. Ja, da kommt wieder Stahl zusammen für die, was können wir bisher basteln? Die ACP-Munition, echt? So, das schöne Haus hier mit dem massiven Betonsockel hat ihnen auch nicht geholfen. Drüben ist noch mehr, aber ob das da irgendwas bringt, das wage ich zu bezweifeln. Das sieht eher nicht danach aus. Gut, Junge, darfst du zurückschnaufen. Dann gehen wir mal durch Orsi durch, also durch den Rest davon, genau zu sein. Da ist nichts. Kunzam brennt. Ah ja. Da hat noch was überlebt. Tja, Mond. Kann ich mal ein bisschen beeilen? Ich hätte gern wieder Licht. Um ehrlich zu sein. Eine Autobatterie, super. Eine Punkhose. Ein Sammelgegenstand. Spiel mich. Kassette, spiel mich, echt. Top Fun. Tove ist Trainingsplatz. Dynamite, Hochzeit, Chaos, Rack und Apostel. Das war doch eine Kassette, dachte ich, oder was war das gewesen? War ich wieder zu schnell? Wahrscheinlich war ich zu schnell. Wahrscheinlich war ich zu schnell. Ne, war ich nicht. Aha. Du hast doch genommen, es hieß Spiel mich. Top Fun, wahrscheinlich. Die ultimative Sammlung der Post, Pop und Rock. Jetzt, was war ja so eine hellblau, weißlich. Aufs Stenungsnäs hinweist eine Karte jenseits der Barrikade. Jemand hat eine Kreuz hinzugefügt, um das Fischerdorf Stenungsnäs hervorzuheben. Die Fischer scheinen sich dort versammelt zu haben. Auf einer Nachricht steht, lasst euch von ihnen nicht zu den Bunkern bringen. Greift eure Waffen und schließt euch uns an. Topper. Eine Mission. Jenseits der Barrikade. Begib dich ins Dorf Stenungsnäs. Später. Folgt später. Uff. Es raucht aus den Dielen. Oh ja. Bitte noch mehr Rauschen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das so laut lassen. Naja, ich kann mal ins Wasser fallen. Zu viel Munition. Halskette golden. Was ersetzt denn die Halskette golden? Wo gehörten die hin? Ist das Hals? Was hast du da? Ach, da hast du gar nichts. Hör dann.
Ganz einfach. Die fette Kette. Ja. Und hier. Ja, der Waffe soll hier auch noch irgendwo sein. Nicht da oben auf jeden Fall. Da ist auch nichts drin. Ja, die sind leider schon platt. Also die zählen leider nicht zu der Herausforderung. Oder zu dem Auftrag, wie es ja eigentlich heißt. Uff. Da vorne ist ein Rucksack. Zwei sogar. Gott, da kannst du dir eigentlich mal eingeben, warum eigentlich nicht. Wenn man doch schon so viel hat. Tja. Ich glaube, der Junge ist hitzeresistent. Was war da gewesen? War da ein Magazin dabei? Sah kurz so aus. Nö, eigentlich nicht. Nur Munition. Komisch. Irgendwas gesehen in der Richtung. Nee. Hm. Keine Ahnung, vielleicht kann der Schnitt-Tobi nochmal gucken. Ob er da irgendwas Spezielles sieht. Halt. Achso, nee, das war nur ein Lichtschein. Uff. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Die Waffe, oder? Und ein Sammelgegenstand. Also die Hälfte. Das ist natürlich schon ein Traum. Nein. Tja. Ja und ja. Halt. Noch ein Medikit. Weißt du nicht wofür, aber hey. Wir haben es. Das ist das Einzige, was zählt. Ach, ich suche jetzt nicht alle Maschine, Gottes Willen. Aber auf die, für die Energiezellen wäre das halt schon super. Hier ist sowieso nichts, okay. Falsche Energiezelle. Genau, die MP-Zelle. Halt, das ging sogar auf, echt. Fast wie neu. Naja, kannst aber richtig einladen, alter Schwede. Ein Haarnadel-Dietrich. Da ist auf jeden Fall nichts. Ah, hervorragend. Fast. War ich wieder zu früh mit Loben, Junge. Darf man dich echt nicht zu früh loben. Auch sieht übrigens wunderschön aus, wenn man ihn anleuchtet. Ach, noch mehr Text hier. Ach, guck mal. Ach, hier ist beides drin. Ein blaues Dalab-Pferd. Das ist eine HP5, richtig? Sprinten deaktiviert. Ist ja ein Traum. AG5, okay. Lass mich mal einen Rucksack irgendwo finden, dass ich es wieder reinstopfen kann. Halt. Da, das können da rein. Ach, von mir aus können auch die Mäuse rein. So, was war da sonst drin? Künstliche Nägel grün. So, also nach dieser Folge sollte jeder von euch das Gefühl von sauberen Ohren haben, auf jeden Fall. So gründlich wie die hier gewaschen werden, kann nichts mehr schief gehen. Briefkästen, nicht? Die Tür ist ja gar nicht offen. Die Tür geht gar nicht auf. Ach so.
So. Ja, die Kiste kommt man natürlich nicht dran. Ja, schön. Das hat sich gelohnt. Ist hier was? Nee. Ah, schade. Da ist gar nichts. Und nein, diese Explosionsspielchen mache ich nicht mehr. Ich will eigentlich versuchen, so wenig wie möglich drauf zu gehen. Oder Adrenalinspritze. Ah, lass den Kleber mal da drin. Also das heißt auch natürlich, so wenig wie möglich Adrenalinspritzen einzusetzen. Das ist ja auch klar. Ja, an die Südküste gehen wir allerdings nicht. So viel sei gesagt. Das kommt reichlich später. Der eine hatte sich auch darüber beklagt, dass diese Umbauarbeiten in der Südküste nicht wirklich konsistent sind mit der, sowohl nicht mit der Story als auch nicht mit der, ich sag mal, Reihenfolge, wie man halt unterwegs ist. Also es geht dann auch anderen so, die das halt dann schon so sehen, dass die Umbauarbeiten nicht nur zum Besseren geführt haben dort. So, wann sortiert es denn wieder um? Was ist jetzt soweit? Ich denke schon. So, Granate rüber, Sanitäterpakete rüber, Radios könnte man wahrscheinlich auch bald mal. Wie sieht es eigentlich mit normalen Radios aus? Nichts. Gott, haben wir viele Medikits. Ja, das Gewicht ist leicht üppig. Das muss man fairerweise dazu sagen. So, 26 rüber. Das ist zwar immer noch nicht so viel. Oh, jedes wiegt 200 Gramm. Oh, Funkgerät, echt. Wie haben wir gesagt, zwei behalt mal. Nee, zwei behalt mal. Also ein bisschen fünf rüber. So. Batterie, Gattoblaster, das passt. Feuerwerkskörper haben auch zu viele. Und hier haben wir nichts Neues bekommen, auch wenn es kurz so aussah. So, jetzt ist halt die Frage, wo geht's jetzt lang? Also, ich würde tatsächlich gerne als Next versuchen, hier hinzukommen. Weil hier ein Unterschlupf ist, deswegen. Es ist aber so, der Bunker in dieser Karte, der ist hier. Und ich glaube, erst in diesem Feldzugsplan bekommst du dann den Auftrag, in den Flughafen zu gehen. Ich würde aber trotzdem gern den Unterschlupf schon mal holen. Allerdings nicht von hier aus. Das ist von hier aus dann doch ein Hauch kürzer. Wie bitte was? Du hast eine Mission verfolgt, echt? Danke. Wollte ich nicht. Achso, ich sollte da vielleicht noch einen Wegpunkt hinsetzen, sodass ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich muss. Ja, Tanks und Harvester, hier ist halt einiges geboten. Ich sag mal, wenn man eine grüne AI-76 hätte. Ich glaube, momentan haben wir nur eine graue, richtig, ja. Das Ding verzieht halt, das ist echt brutal. Wir waren doch schon hier drin. Aber nichts leichter als das. Ticks brauchen wir sowieso. Hier irgendwas? Gott. Ja, natürlich. Die Relais-Antenne. Hier wieder was? Was ist das? Achso, der Schuppen. Nicht, da sind wieder Maschinen da. Das heißt wieder, wir sind da ja rein ohne mal. Doch, wir hatten den Kampf davor. Und wieder ein Sucher, ah ja. Was sind das für Lichter da hinten?
Ah, da drüben sehe ich gelbes Licht. Ja, 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 ja. Oh nein, ich muss ein Medikit einsetzen. Toll, das ist ja gut gemacht. Ja, echt so viel Lichtschall, das ist ja der Hammer. Okay. Halt, falsche Waffe, jetzt hast du die richtige. Ah ja, da kommt er wieder. Oh ja, hallo. Ich muss mal hier rein. Wo kommt die denn her? Wo kommen die her? Die Tür geht nicht zu, okay. Ach. Was? Wir haben einen Auftrag abgeschlossen. Ah. Was haben wir bekommen? Munition, nicht? Interesting. Ja, Junge, dann gehe ich einfach mal hier in die Ecke. Oh ja, so schnell. Das ist ja der Hammer. Ja, also bitte in der Ecke bleiben. Hammer ist jetzt oder wie ist das hier? Habe ich dich eigentlich durchsucht? Anführungsstrichen. Was ist gerade los hier? Weiß nicht, was das Spiel hat. Drüben war einfach zu viel los. Okay, geh mal die Hocker und nimm dir noch ein Medikit. Ach, ich weiß, warum das nicht mehr so voll auflädt. Wir haben uns ja hier fertigkeitstechnischer Punkte draufgeben, oder? Gesundheitsmenge, ja natürlich. Weil die Medikits haben ja ihre vordefinierte. Das ist halt das Blöde, weil das Leben halt in Prozenten ist. Du hast jetzt halt nicht 120 Punkte, sondern du hast immer noch deine 100%. Und das Medikit hat aber die Punktzahl 25. Oder wie viel das auch immer sind bei dem Kleinen, die du halt an Heilung bekommst. Das heißt, bei 120 Punkten, die wir haben, brauchen wir natürlich 5 Medikits. Um uns von quasi 0 auf 100 wieder zu holen. Was ist eigentlich hier rechts? Das müsste doch ungefähr nach Norden sein, ja. Ein bisschen weiter, sogar noch in die Richtung. So, ist mal hier. Ist das dieser Steinhaufen oder was?
Nee, es ist noch ein Stückchen hin. 6 Waffen, ja, die 6 Waffen, das ist natürlich schon ein Traum. Achso, jetzt müssen wir wieder den Punkt finden, wo man hier drüber kommt. Die nächtliche Krauchelei, wo steht denn der Mond? Schauen wir mal, ob man ihn sehen würde. Ich habe das Gefühl, so leicht im Süden. Was auch ungefähr mit der Spielzeit einhergehen würde. Das könnte hier vorne sein, wo man drüber kommt. Oder? Genau. Ja, Licht ist immer eckig in diesem Spiel und ich verstehe das nicht. So ist es okay, aber wenn ich euch diesen Bereich mal ranzoome, seht ihr, wie verpixelt das ist. Verstehe ich ja nicht. Ja, der Unterschlupf hier, der ist natürlich immer Gold wert. Das ist klar. Ach so, ja, hier kommen wir auch wieder. Also ich nehme mal den Wegpunkt weg. Da haben wir auch den Luftwaffenstützpunkt. Erobert nicht, aber wo kommt euch das Licht her? Also von der Lampe. Wo könnte das Licht herkommen? So, dann holen wir uns mal den Unterschlupf. Ah. Ah ja, guck mal, unsere Klamotten aufmöbeln. Das ist ja der Hammer. Oder anders ausgedrückt, Baupläne anwenden, die wir nicht haben. Ich glaube, wir haben noch. Doch, wir haben ein paar Baupläne, aber also wirklich viele sind es nicht. Wo sehe ich das? Na gut, das sieht man hier nicht. Da muss man ins Log Pläne Kleidung. Wir haben kugelfeste Jacke 1%, explosionsfeste Hose 1%, Schleichhemd 1% und Sprungturboschuhe 1%. So. Ja. So, da haben wir auch noch ein anderes Bauplänchen. Ein kugelfestes Hemd statt Schleichhemd. Wenn man 2% kugelfeste, Leute. Das ist echt der Hammer. Das können wir ja mal machen. Ich glaube, Materialien haben wir wahrscheinlich genug. Achso, ich müsste erst mal gucken, was wir anhaben, natürlich. Hemd und Hose. Profil. Hemd. Fischerpullover gelb. Und Hose war es Jeans, Hose hellblau. Genau. Das heißt, Fischerpullover, gelb, kugelfest und Hose, Jeanshose hellblau. Achso, das ist explosionsfest. Ja gut. Was waren das andere kugelfeste? Ach, die Jacke. Okay, und die Schuhe sind Sprungschuhe. Na gut. Dann lass uns mal schauen. Wir haben Windjacke dunkelblau. Und Skaterschuhe gelb-weiß. Windjacke. Dunkelblau. Geschossschadenwiderstand 1% weniger. Und Schuhe waren Skaterschuhe gelb-weiß. Halt, da sind sie. Yes, ausgemaxt. Ja, sehr schön. In der nächsten Folge. Das ist jetzt halt die Frage. Wir müssten eigentlich mal gucken, dass wir uns Richtung Bunker halt fortbewegen. Die Frage ist, ob wir halt hier so wieder rauskommen.
Die Sache ist halt, hier vorne gibt es zwar einen Eingang und ich glaube, irgendwo hier drüben gibt es noch die Möglichkeit, da ist, glaube ich, noch ein Panzer oder so in den Zaun gefahren. Da kommt es dann auch relativ gut rüber und hier drüben ist noch ein, ich glaube, unterirdischer Eingang in die Anlage. Aber das ist alles die falsche Richtung. So, jetzt ist halt die Frage, starten wir nochmal von Hüterla oder probieren wir einfach hier raus zu hüpfen und am Zaun entlang. Und wahrscheinlich macht das eher Sinn. Das werden wir dann in der nächsten Folge probieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.